Feiern Sie Weihnachten zusammen, Sie beide? Wenn ja, wie? Ja. Und ich hatte gerade eine Geschichte erzählt. Letztes Weihnachten, meine Schwiegermutter, ganze Familie, 20 Menschen. Ich tanze mit meiner Schwiegermutter. Wir jodeln. Wir jodeln gern zusammen. Ich jodle vor, sie jodeln nach. Also ich... Wir denken an dich, Gille. Und sie... 5 Minuten später war sie tot. Damals umgefallen, ein Schock, heute ein Segen. Bei uns in unserem Kreis gestorben, ja. Also natürlich war das, aber man ist auf sowas nicht vorbereitet, aber nun ist es geschehen. Und Gela, wir denken an dich, ja. Wo du auch bist. Ja? Schenken Sie sich etwas zu Weihnachten und wird es vorher abgesprochen oder gibt es das weihnachtliche Überraschtsein, das Freudige? Wir schenken uns jeden Tag ein Geschenk. Ja. Also, wir schenken uns erstens Aufmerksamkeit und zweitens bin ich der Schnipselmann. Ja, ich bin der Schnipselmann. Und zwar jeden Tag schreibe ich auf einem Schnipsel etwas für meine Frau, eine Botschaft, stelle es in die kleine Schnipselbüchse. Da tue ich es rein. Und dann kommt sie irgendwann vorbei und macht, das gefällt mir. Oder sie sagt, was ist das für ein blöder Schnipsel, den will ich nicht. Keine Nachrichten ist ganz schlecht. Ja. Alles andere wäre unhöflich, wenn ich Sie jetzt nicht auch frage, was macht den Mann an Ihrer Seite so interessant für Sie und so besorgend? Das kann ich Ihnen sagen. Also nicht seine Berühmtheit, sondern sein Wesen, seine Wärme, so wie wir beide miteinander umgehen. Dafür liebe ich ihn sehr. Piepmatz, mein Buntele. Ah, sie ist der Piepmatz.